Hörst du mich, Tyler? Tyler! Die Ärzte sagen, es war eine Reaktion. Als er Pauline da liegen sah, ist ihm eine Sicherung durchgebrannt. Er will doch einfach nur noch eine Chance. Wir sind alle deinetwegen hier. Knallst du wieder durch? Ich finde, er wirkt ganz okay. Freut mich, dass ihr hergekommen seid, Jungs. Ich liebe dich, Mom. Ich glaube, ich sehe immer noch Dinge. Was hast du denn gesehen? Ich habe eine Gestalt gesehen, mitten im Wald. Einen Menschen. Mom? Ich war in sowas wie einem Kasten. Seht ihr es? Ich weiß nicht, was das ist. Also echt, Jungs, das ist sowas von verrückt. Ich fühle mich irgendwie gereinigt. Ich wollte gerade genau dasselbe sagen. Du konntest mich hören. Klar, warum nicht? Schau dir das an, ein Video von Pauline, das ich gefunden habe. Mach das aus, ich will das nicht sehen. Da drin? Hier habe ich sie drin. Heiler, mein Liebling, ich bin... Mach das aus! Ich kann euch hören. Der Korridor verändert unsere Gehirne. Wir werden aus unseren Köpfen verjagt und in die Köpfe der anderen gesetzt. Und der, den ich zu bieten habe, ist krank. Oh. Endlich werden wir wach, Jungs! Ihr gottverdammten Wichser! Hört auf damit! Los, sag endlich was! Wer hat dir was gedacht? Jetzt verschießt du keine Platzpatronen mehr! Hörst du mich, Tyler? Ich werde dir zuhören.